weiter, weil gerade da draußen schon mit einem Schaf. Ganz gut besser halten. Das ist faszinierend. Warte, bis sie aufgetragen haben. Wir wickeln, wir geben die Wicklung. Ja. Oder? Und diese Kunst ist uralt, oder? Die ist schon sehr also, alt. Also es gibt drei, man hat schon 3000 Jahre alte Perlen gefunden. Ja. Gut, die sind natürlich auf eine andere Art gemacht worden, aber die schauen ähnlich aus wie unsere. Ja. Also, man findet schon Glasschmuck. In Mesopotamien, da gab es das. Ja. Wir waren mal in Bernbach, das ist bei gerade Glasperlen. Da sage ich zu Gabi, schau mal, die schauen aus wie deine. Ja. Ja, die sind aber ein bisschen rauer an der Oberfläche und matt. Die schauen dann eher so wie sandgestrahlt. Das kann ich auch machen mit Sandstrahlen, die dann eine matte Oberfläche kriegen. Aber die sind dann wahrscheinlich über die Jahre matt geworden. Ja. Jetzt fallen wir irgendwie noch Brille. Ja. Gabi, kennst du mir nur... Nein, hat ja andere Geschmäcker. Ja. Was? Die Farbe. Ich habe jetzt das Braune gefunden. Das ist nicht deine Farbe, weißt du? Deine Lieblingsfarbe ist grün. Okay. Und Himmelblau. Da schmelzt jetzt auch so ein ganz kleiner, ja, und macht dann die Tupfen drauf. Ja, ich bin ja eigentlich der Marble King. Der macht diese Marbles. Hast du die auch gesehen? Musst du nachher schauen. Das ist der Hammer. Aber das kann man halt, Murmeln kann man halt nicht auf die Schnelle einschmelzen. Und dann laufen die, gibt immer größere Augen. Aber es kommt nicht zusammen, es bleibt immer nur vom unteren Glas. Ja, genau. Jetzt können die praktisch auf die himmelblaue Tupfen nochmal welche machen. Zum Beispiel irgendwie, da geht der Lichtbogen auseinander. Das heißt, wäre das Murmelglas genau gleich heiß gewesen wie der Stab, dann gibt es beim Aus-